Herzlich willkommen zu unserer ersten regulären Ausgabe in diesem Jahr. Am 30. Januar fand in Neuland ein Ackerbauerntreffen statt. Die etwa 55 Ackerbauern besuchten vier verschiedene Felder, auf denen Sesam- und Erdnusskulturen angepflanzt wurden. Begleitet wurde die Gruppe vom amtierenden Präsidenten der Kooperative Neuland, Herr Edwin Reimer, den neu gewählten Präsidenten, Herrn Heinz-Alfred Bartel und von einigen Vertretern des Verwaltungsrats. Hauptthema war die Schädlingsbekämpfung, die bei längeren Trockenzeiten intensiver ist als bei nassen Bodenbedingungen. Die Ackerbauerntreffen werden alljährlich vom Beratungsdienst der Kooperative Neuland veranstaltet und sollen den Bauern als Hilfe zur Entwicklung und Verbesserung ihres Betriebs dienen.